Das ist Spediteur Carstensen. Er wartet auf eine Ladung Tablets aus China. Die möchte er dann von Hamburg nach München weitertransportieren. Doch welcher Verkehrsträger bietet sich dafür an? Binnenschiff? LKW? Bahn? Oder gar mehrere? Also der sogenannte kombinierte Verkehr? Mit dem Binnenschiff könnte Carstensen sehr viele Container auf einmal transportieren und dadurch energie- und kosteneffizient liefern. Aber es würde vergleichsweise lange dauern und außerdem befindet sich in der Region München kein Binnenhafen. Der Transport per LKW wäre flexibler und schneller, aber auch recht teuer. Etwa durch die LKW-Maut und die geringe Ladekapazität der Fahrzeuge. Hinzu kommen mögliche Zeitverluste durch Staus, Sonntagsfahrverbot und Ruhezeiten des Fahrers. Wie wäre es mit der Schiene? Hier gäbe es keine Staus und die Ladekapazität der Bahn wäre vergleichsweise hoch. Außerdem ist die Schieneninfrastruktur gut ausgebaut. Nur leider hat der Münchner Elektromarkt keinen Gleisanschluss. Außerdem wäre die Transportdauer länger als mit dem LKW. Der alleinige Transport per Bahn fällt damit aus. Herr Carstensen entscheidet sich für die Kombination mehrerer Verkehrsträger, den kombinierten Verkehr, kurz KV. Unter KV versteht man Gütertransporte, bei denen die Stärken von mindestens zwei verschiedenen Verkehrsträgern kombiniert werden. Er lohnt sich meist ab einer Entfernung von mindestens 300 Kilometern. Voraussetzung für den KV sind standardisierte Container und Umschlagmöglichkeiten an den Terminals. Die Container werden zunächst auf einen Zug verladen. Das spart Carstensen Steuern und LKW-Maut. Außerdem kann er so das Sonn- und Feiertagsverbot umgehen. Und nicht zuletzt schont der Transport per Bahn die Umwelt und entlastet die Straßen. Die letzten Kilometer zum Münchner Elektromarkt erledigt schließlich ein LKW. Dieser darf sogar 4 Tonnen mehr transportieren als üblich, weil er im KV fährt. Für Spediteur Carstensen bietet der KV die beste Lösung. Effizient und umweltfreundlich, das ist der kombinierte Verkehr.